Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Micha. Hallo. Wangi, neues Häuschen. Ein neues Häuschen. Wir hatten ja schon vorgestellt, dieses Garden-Coffee, was du gebaut hast, ne? Dieses blaue Ding. Das Kaffeehaus hat mir sehr gut gefallen. Und dieses rote Wunderkistchen. Wie hieß das eigentlich? Das weiß ich nicht mehr genau. Das hätte mir besser gefallen, wenn es aufklappbar gewesen wäre. Das hatte meine Mama gebaut. Und jetzt habe ich eins gebaut. Jetzt hast du eins gebaut. Haben wir neu hier bei uns Barbecue-Restaurant von Wangi. Wie unschwer an dem kleinen Barbecue-Spieß. Hast du direkt erkannt, gell? Da läuft dir doch das Wasser im Mund zusammen, oder? Ein Kistchen. Wie wir es von der Architekten-Serie von Wangi gewohnt sind. Mit ein bisschen Originalbilder, wo sie es hergezaubert haben. Soll angeblich aus den Niederlanden sein. Ja, genau. Mhm. Also es ist naturgetreu nachempfunden. Oder wie heißt das? Sagt man so schön? So sieht das vielleicht aus. So sieht das Gebäude vielleicht aus, wenn man es besucht, nachdem man in einem dieser Kaffeehäuser in den Niederlanden war. Netherlands Bird weißt du? Style Architecture. Weißt du, also wenn man erst in so einem Café, also in so einem Coffeeshop, in so einem Kaffeehaus war, sind die Farben vielleicht ein bisschen bunter. Ich habe da aber ehrlich, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, keine Erfahrung. Ich auch nicht, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber dieses Set, ich könnte es jetzt mal zum Anlass nehmen, mal sämtliche Lego-Farben vorzustellen, wie die so heißen. Weil wir haben hier quasi, eigentlich alles hier. Das ist bunt. Das ist cool. Das ist bunt. Aber es passt ein bisschen, es ist ein bisschen besser als das Rote. Von der Farbe, wie es gestaltet ist, von der Farben her. Ich fand das Rote schon. Boah. So, aber hier. Es ist modular. Yay. Zählt das nicht? In gewisser Weise schon. Nein, aber es hat hübsche Details. Darf ich mal? Du darfst das. Der kleine Hydrant, eine Laterne. Mit Kerzen? Also, wir haben hier alles auf diese drei Bodenplatten. Heißen die Bodenplatten? Also, sind das auch. Das sind im Endeffekt Bricks. Im Endeffekt sind das ja drei Stück. Was haben wir hier? 12x24er Bricks. Richtig massiv. Also das sind eher Bricks, nicht. Ich würde sie nicht als Platten bezeichnen, weil eine Plate ist ja flach und Brick ist hoch. Das sind halt gigantische 12x24er Bricks. Wunderschöne Teile, bei Bricklink kosten sie ein Heidengeld und hier hat man gleich wie viel? Drei Stück davon. Drei Stück, ja. Das war auch einer der Punkte, die mir an dem Kaffeehaus gefallen haben, denn diese Bricks sind einfach, also als Teilespender. Das macht das Ganze aber super. Auch wesentlich stabiler. Du hast keine krummen Bodenplatten oder sowas und das ist stabil. Und ich sehe schon, du hast anders als ich erkannt, wie man diese Zäune aufsetzt. Na ja, gut, die Zäune haben doch eindeutig eine Außen- und eine Innenseite. Ja, das hab ich damals ja beim Kaffeehaus nicht gemerkt. Die haben eine Außenseite, wo diese Querbalken quasi nach außen stehen, und sie haben eine Innenseite. Und die Querbalken verlaufen nicht ganz mittig, sondern schon ein wenig versetzt. Wenn ich den jetzt andersrum anbringen wollen würde, würde das nicht gehen, weil das hier reinragt. Wenn man es richtig rum macht, nicht so wie ich bei dem Kaffeehaus. Ja, hast du schon mal jemanden gesehen, der den Jägerzaun nach innen gebaut hat, damit es von innen schön aussieht? Ja, ist ja gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich gebe es ja auch zu. Dann eine schöne Straßenlaterne, ein Hydrant und das vielleicht bunteste Straßenpflaster, das ich bisher so gesehen habe. Farbenfroh halt. Aber hallo. Wir haben zwei Schilder hier. Das sind gedruckte. Oh ja. Das Barbecue, also drei. Das kleine, und das Schild richtig schon angebracht. Das mit dem Burger nicht vergessen. Ja. Ne? Und du hast richtig rum angebracht. Nee, du hast die Fahne richtig rum angebracht. Nicht so wie ich beim Kaffeehaus, ich weiß. Ja, aber das steht ja auch nicht in Chinesisch. Ja, das stand beim Kaffeehaus auch nicht. So, zum Gebäude. Wir können hier nichts abnehmen. Keine Etagen abnehmen. Es hat auch keinen Inhalt. Ich zeige euch schon gleich mal. Und es ist auch nichts zum Aufklappen, was ich extrem schade finde. Die leeren Räumchen. Aber das ist halt bei Wangi. Wangi hat halt keine Inneneinrichtung. Ja, Wangi hat keine Inneneinrichtung. Aber bei dem das Kaffeehaus konnte man wie so ein Puppenhaus aufklappen und konnte es einrichten. Und hier kann man es nicht. Und das fuchst mich. Die hätten es machen können. Ja, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ja. Ich müsste es jetzt auch nicht eingerichtet haben, da ich es ja in meine Häuschen nebeneinander stehen habe. Ja, man hätte es dann ja.
Es wäre ein schönes Spiel. Es wäre dann, wenn man es aufklappen könnte, wäre es ein schönes Haus mit Spielwert auch für Kinder. Hier kommt man jetzt, also ich nehme meinen Finger natürlich sowieso nicht, aber hier kommt auch ein Kind nicht so wirklich gut rein. Hier sind ja zwei Bodenplatten. Hier in der Mitte ist eine Linie. Ja. Wenn man das jetzt hier so umgebaut hätte, dass es hier hinten Wedge, also Hinge mit den Hinges. Hat, man hätte es so bauen können, hat man aber nicht. Du, man hätte so viel kein bauen können. Jetzt erfreuen wir uns doch mal an diesem Modell hier. Wir haben hier viele kleine Details. Also wenn man diese ganzen, ich weiß gar nicht wie viel, ja. Diese Zylinder, nee, diese Hütchen, diese Cones. Und ja. Ich fand das Grün ist halt schon krass. Juckt mich in den Fingern, die Farben zu zählen. Ja, dann mach doch mal. Also wir haben Weiß, wir haben Tan, wobei das Tan einen ganz leicht anderen Farbton hat, als ich es kenne. Wir haben Braun, was definitiv hier ein eigenes Braun ist. Wir haben Grün. Wir haben Dunkelblau. Ja, aber Moment, die heißen doch alle nicht so, oder? Wir haben White, du kennst dich nicht aus, kann das sein? Wir haben Wangi Brown. Wir haben Green, wir haben Light Bluish Grey, wir haben Dark Blue, wir haben Yellow, wir haben Red. Wir haben Blue hier unten auch. Wir haben Trans Clear, wir haben Trans Dark Red. Wir haben Dark Red. Wir haben Black. Sind wir bei 13 Farbtönen? Wir haben genug. Wir haben genug Farbtöne. Wir haben Dark Bluish Grey noch, sind wir bei 14 Farbtönen. Wir haben hier Pink, das sind 15 Farben. Wir haben Trans Yellow, sind wir bei 16 Farbtönen. Also Farben gibt es hier viele. Also. Ah, wir haben Orange, wir haben 17 Farbtöne. Das ist ja wunderschön. Und damit man es noch eher findet, wir haben das Ganze auch in eine Teilliste. Danke, das hätte jetzt geholfen. Ne? Wunderschöne Teilliste. Wobei ich so eine Teilliste auch noch nie gebraucht habe. Für was kann man die brauchen? Für was? Sollte mal ein Teil fehlen oder falsch produziert sein, könnte man auf die Art und Weise halt uns leichter mitteilen, hier, das Teil ist es, es kommt so und so auf dem Set vor, oder man könnte ein Foto davon schicken. Oder ich habe mir die Bauanleitung irgendwo ergattert und möchte mir das Ding bauen. Ja. Dafür ist es vielleicht wieder praktisch. So, Wangi, Bauanleitung. Bei Wangi ist es so, wir haben keine nummerierten Beutel. Mhm. Ich habe also alles ausbreiten müssen. Und dann immer große Bauabschnitte. Es passiert viel. Also wenn ich, ja, ich weiß nicht, wie du das machst oder wie ich das mache. Ich habe in diesem Fall mir immer die Steine rausgesucht, komplett erst für jeden Bauabschnitt, weil da so viele sind. Ich konnte nicht einfach jetzt da den zwei, den drei und draufsetzen, sondern ich musste, habe mir das alle rausgesucht und habe dann erst angefangen, den Bauabschnitt zu bauen. Bei diesen großen Mengen. Ja. Zurechtgelegt. Ist das was, weil ich Anfänger bin? Oder macht man nein, das ist in dem Fall schon besser. Zeigt immer die ersten Bauschritte. Gut. Also wir haben erstmal die Bodenplatte und dann, ach, das geht ja noch. Das geht noch. Ich kenne das von dem Kaffeehaus so, dass dann hier quasi erstmal alle Fliesen, alles gesetzt wird. Die Bauabschnitte bleiben gleich groß. Also das sind wirklich hier immer, du baust hier immer zwischen 10 und 30 Teile. Also keine Bauschritte mit 100 Teilen oder 200 Teilen, so kenne ich das halt. Aber groß sind sie alle. Das hört doch nicht auf. Mhm. Ja? Ansonsten ausgegraut, was gebaut ist. Und alles ansonsten packst du das andere farbig drauf. Das passt gut. Wobei ich bin halt kein Fan dieser großen Mengen in einem Bauabschnitt. Muss am Alter liegen. Da ist der Fortgang so zäh. Ja, ja. Ja, das habe ich ja auch zum Kaffeehaus gesagt. Wenn man die erste Doppelseite, die ersten 2, 3, 4 Bauschritte geschafft hat, brauchen wir erstmal einen Kaffee. Man braucht auch das Kaffeehaus, von daher. Gut. Eins ist mir noch aufgefallen. Ja. Also, Set-Entwurf 6. Ne? Also hier ist eine Tür und ich kann sie nicht öffnen, weil die Lampe davor hängt. Ich meine, ich komme an den Raum sowieso sonst nicht groß ran. Idealerweise werden jetzt hier Fliesen, dass man das Dach abnehmen kann oder so. Aber diese Tür kriegt man nicht geöffnet, weil hier die Lampe davor hängt. Und da ist es auch, oder? Ich habe die Tür falsch umgebaut. Was die Tür? Okay, ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass du hier ja alles... Okay, also... Also ich schäme mich. Kann man... jetzt mache ich alles kaputt. Kann man so auch machen? Mir ist was runtergefallen. Ich habe die Tür falsch eingebaut. Das ist, ja, ist okay. Ich tue. Marco, das ist auch eine Katastrophe. Also wir haben hier, wenn man es nochmal von hinten zeigt, wir haben hier
große leere Räume, an die man leider nicht so gut rankommt, wie ich es mir gewünscht hätte, weil es hier nicht aufklappbar ist. Also hier vorne der Bereich, darf ich nochmal kurz, den finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also hier, das, die, hier vorne das Rot-Weiße. Mhm. Von der Bautechnik her, von dem, wie es aussieht, finde ich dieses eigentlich recht gelungen. Und da ist auch, nee, ist das Einrichtung? Was ist denn das hier? Was denn? Hier ist doch was, da ist doch irgendwie ein, oh, nee, was ist denn das, alles Zapfhahn? Macht, das macht er kaputt. Hier, ja, hier, ja, das ist auch das Einzige. Was. Hier ist was eingerichtet. Okay. So, heißt es jetzt, ist es mit Einrichtung? Nee, gell? Oh. Alter, habe ich die Tür falsch eingebaut. Also der Spieß da vorne, ne? Ja. Das ist dann auch ziemlich spät, der Bauabschnitt. Ja, dann habe ich eigentlich auch in Stückchen gemacht und habe dann alles zusammengesetzt. Weil wenn ich das jedes Mal drauf gemacht habe, habe ich mir es unten wieder auseinandergedrückt. Weil eine Technikachse in dunkelblau, den Farbton habe ich noch nie gesehen. Das ist mal ein interessantes neues Teil. Mit dunkelblauer Technikachse, ja, ist mal. Hier unten kommt so raus. Ist das eine lange oder sind das mehrere? Nein, das sind zwei. Du zwei hast hier unten das Stückchen und dann diese alle sind einfach nur die Blades auseinandergedrückt. Und hier oben kommt dann wieder. Ja, klar, gut, geht ja gar nicht anders, weil hier in der Mitte sind ja keine Techniklöcher. Hier unten dieses Ding ist auch noch so abgefahren da, hier diese Umwandlung. Ja, das finde ich aber gar nicht fair. Ich finde, die Unterseite von Plates kann auch mal ein schönes Zierelement sein, durch diese Innennoppen quasi, durch diese Stege. Ich finde, das hat auch was. Ich bin hier froh, dass du das jetzt sagst, das hast du bestimmt auch wieder falsch rum eingebaut. Nein, ich bin mir sicher, dass das Absicht war so. Ja, aber die Tür ist der Hammer. Ey, wie blöd kann man denn sein? Ja, was soll's. Okay. Wangi hat aber auch nicht gespart. Kann man auch ein Haus mitbauen. Ich finde das krass. Ich bin mehr erschrocken, wenn ich dann so viel übrig habe, denke ich, hallo, wie viel Bauabschnitt hast du vergessen? Die vielen Blumen, das kenne ich. Man hat irgendwie das Gefühl, dass es nicht quasi pro vier Blüten ein so ein solches Teil gibt, sondern pro Blüte einfach so ein Viererteil. Hier noch ein bisschen Zaun. Gut, das kann natürlich bei jedem Set anders sein. Also es ist nicht garantiert, dass jedes Set jetzt genauso einen Achter übrig hat. Aber ja, das Transclear sieht gut aus. Ah, das ist auch hier interessant. Was ist das? Das kenne ich so nicht. Keine Türgriff oder was? Ja, kein normaler Plate, also keine Noppe, die drauf ist. Mhm. Das ist mal was anderes. Ach so, das ist hierfür, für diese Spezialtür. Genau, genau. Das sind ja dreiteilig, diese Türen. Ja. Das ist hier das Glas für so eine Spezialtür. Da muss das so ein Glas sein, sonst passt es nicht in den Rahmen rein. Richtig. Hier, das sind dann drei Teile, die du dann erdrückst und dann passt das. Das hatte ich ja, ich weiß nicht, bei Weltumgebäude, da habe ich auch das erst gemacht und denke, warum passen denn die Gläser nicht? Und dann habe ich gemerkt, dass ich das dritte Teil da drauf drücken muss. Ne? Haben bei dir alle Teile gepasst? Wie gepasst? Ja, waren alle Teile in Ordnung, also war alles hier ganz. Ach so, ja, komm, du hast natürlich wieder was entdeckt und denkst, warum sagt er nichts? Ich hatte ein Teil hier, kommt leider immer wieder mal vor. Ich habe gehört, auch in Dänemark. Das Ding ist leicht, ist etwas zu heiß gekocht. Mhm. Und dementsprechend konnte ich den nicht nutzen. Hatte trotz der vielen Ersatzteile keinen von diesen Modified-Geschichten hier. Musste dann einen hier reinsetzen von meinen eigenen. Bei mir hat dieses Hellgrün gefehlt. Ich hatte nur Dark. Dark Green. Dark Green. Das heißt, du hast, das ist nicht ein weiterer Farbton, den ich vergessen habe zu zählen. Nein, sondern da gehört normalerweise der rein, aber der hat einen kleinen Fehler gehabt. Okay. Wir wollen es mal verzeihen, dass das dabei war. Dafür hatte ich reichlich mehr. Ne? Ja. So, packen wir weg, bau das Häuschen mal wieder hin. Ja, ansonsten kann ich dir gar nicht viel mehr berichten, außer dass das recht fluffig zu bauen war. Und ich nichts zu meckern habe. So. Es ist halt wieder Geschmackssache, ne? Ich habe zu meckern, dass ich es nicht aufklappen kann. Das fand ich an dem Kaffeehaus so toll. Und diese Linie hier, die geht genau an dieser Gebäudekante vorbei. Ja, die geht ja hier genau vorbei. Ja, ist klar. Und auch genau neben diesem Haus hier vorbei. Man hätte es an der Stelle wunderbar machen können, mit ein paar von den, wenn ich die Bonusteile an grünen Teilen sehe. Ich weiß nicht, wie es hier oben mit den Plates ist, ne, aber wenn genug Bonusteile da sind oder man nimmt irgendwie noch 10 Teile von sich, die man vielleicht hat, man kriegt es bestimmt hin, dass man es aufklappen kann. Und dann könnte man es auch einrichten. Ach ja. Ja. Gibt es diesmal, nee, gibt es diesmal nicht,
Treppen. Ne? Also man kommt nicht von Stockwerk A nach Stockwerk B. Das hatte ja sogar das Rote Haus. Ne? Das Rote Haus von dir, das hatte Treppen. Ja. Man kam innen nicht rein, aber es hatte Treppen. Das Kaffeehaus hatte auch Treppen. Von Erdgeschoss ins erste Stock, ins Obergeschoss, nur in Dachboden nicht, aber der war ja auch mit Teilen. Also so 100% ist es nicht durchdacht, aber es ist mal ein Gebäude. Es taugt auf jeden Fall als sehr farbenfrohes Gebäude, um es in ein Stadtdiorama reinzusetzen. Ich behaupte jetzt auch mal, die drei Häuser nebeneinander sehen schon wieder gut aus. Also das blaue Kaffeehaus, das rote Eckkorne-Geschichte und also ich glaube, das... Für so ein farbenfrohes Touristenviertel, sag ich mal, wo die Häuser bunt angestrichen sind, so, weiß nicht. Ja, nicht zwischen die Chinesen stellen. Ja. Also das nicht. Nee, das jetzt nicht. Nee. Aber keine Ahnung, so Ecke New Orleans oder so, könnte ich mir das vorstellen, dass dann halt. Wo du überall schon warst? Nee, war ich nicht, aber. Ach so. So in so einem Flair könnte ich mir das, vorstellen. Also ich war im Anfang Oktober auf Kreta. Da würde es in den Farben nicht hinpassen. Da ist quasi alles weiß. Ja, aber das ist ja auch aus den Netherlands. Ja. Steht da. Und da ist halt anscheinend alles ein bisschen bunter. Es ist Geschmackssache. Ich finde es eigentlich so nicht verkehrt. Sammelt den mal so. Print finde ich toll. Der ist auch so richtig erhaben. Wieder so tastbar quasi. Fast schon für Blinde ertastbar. Die Prints sind toll. Die ganzen Stühlchen hier. Die auch alle auf so vier blauen Dark Blue Cones. Jawohl, perfekt. Und das ist Dark Red. Das ist Dark Red, jawohl. Sitze? Prima. Ja, fertig jetzt. Vielen Dank fürs Mitbringen. Fass mal zusammen. Ich fasse mal zusammen. Wir haben das Barbecue-Restaurant von Wangi, die Setnummer 6313 mit... ich glaube, haben wir gar nicht erwähnt, 1922 Teile für unter 65 Euro. Wir haben eine Höhe von 31 cm, eine Breite von 19,5 und... Nee, eine Breite von 31, Tiefe von 19,5 und eine Höhe von 36. Danke, Markus. Nächstes Mal schreibst du anständig. Und das Ganze ist eine Komplexität, hat das ganze Ding von... was? Können wir das nochmal drehen, bitte? Also, wir haben eine Abmessung von 31 cm in der Breite, 19 cm in der Tiefe und haben eine Höhe von 36 cm. Und die Komplexität ist guter Durchschnitt. Yeah! Super. Es ist bunt. Das muss ich sagen. Es ist wirklich, wirklich bunt. Es hat einen sehr guten Teilepreis, wenn man sich die Teilemenge und den Preis anschaut. Auch wenn man diese 12x24er Bricks mit einbezieht, die sind wirklich krass. Margo, noch eins? Ja. Ich bin im Lagerverkauf gefragt worden vor, oh, keine Ahnung, 3 Wochen vielleicht. Da bin ich gefragt, sag mal, habt ihr nicht dieses Barbecue-Haus von Wangi? Das sieht total bunt aus und gut. Und das hätte ich gerne. Da habe ich noch gesagt, kenn ich nicht. Habe ich nicht. Jetzt ist es da? Jetzt ist es da. Jetzt haben wir es. Also wenn du dich daran erinnerst, dass du mich gefragt hast, wo das Haus ist, da ist es. Da ist es. Jetzt haben wir es. Super. Und habt ihr diese kurzen Clips, die Klaus aus China gedreht hat, gesehen? Da kommen einige andere Modular Buildings auf uns zu. Ich habe schon einige Kundenmails jetzt gehabt. Diese von... Oh, ich weiß die Firma Ich glaube, es war die Cool oder so. Diese Modulars, die sehen ja wunderschön aus. Kriegt ihr die? Ich glaube, wir werden die kriegen. Die müssen natürlich noch hierher kommen, die müssen noch geordert werden und so. Aber die sehen toll aus. Ja. Und ich glaube, die werden wir bekommen. Also wenn wir die kriegen, da freue ich mich auch wirklich. Die sahen richtig gut aus, was ich da gesehen habe. Yep, da müssen wir uns ein bisschen das Bauen teilen. Denn, warum? Ich mag die auch. Du bist der Blue Brick Special Man. Ich bin der Modular Man. Ja, für heute war es das schon aus dem Noppenstein-Studio. Hinterlasst ein Like, falls euch das Video gefällt oder falls euch ein Set mit, wie viel waren es, 17 Farbtönen gefällt. Und 1922 Teilen. Für knapp 65 Euro. Ja. Genau. Ich find, es hat was, aber es hat auch ein paar Dinge nicht, die ich gerne gehabt hätte. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Noppensteine kann man nie genug haben. Und beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Tschüss. Genau, tschüss. Marco, mit der Tür. Das ist peinlich, oder?
Man kann die Tür sowieso nicht aufmachen. Nein, auch da so eine Lampe davor. Hättest du dir nicht gesagt, dass die Lampe davor hängt? Hätte nicht diese Tür, diese Tür, ne? Ja, die ist die falsch eingebaut. Was? Du hast die falsch eingebaut, weil ich das mit der Lampe erwähnt habe? Nein, ich habe das erst gesehen. Hättest du das nicht... Obwohl... Unsere Zuschauer, die hätten das bestimmt... Die sehen das wahrscheinlich ab Sekunde 1, dass die Tür da falsch ist. Zum Glück habe ich es erwähnt. Ja.